Moin hier bei einem weiteren Tutorial zum Thema GPS-Logger im Modellflug. Wir hatten uns in vergangenen Videos angesehen, wie wir den GPS-Logger nutzen können, um beim ULC-Streckenflug-Wettbewerb teilzunehmen. Heute soll es einfach mal darum gehen, wie können wir uns unabhängig von Wettbewerben einfach unsere Daten, die wir mitgeloggt haben, einfach mal abends in Google Earth ansehen können und auch auswerten und analysieren können. Ja, um das zu zeigen, schalten wir direkt auf den PC, da kann man es am besten zeigen. So, wir haben die SD-Karte aus dem GPS-Logger jetzt mit dem PC verbunden und sehen jetzt hier viele Dateien auf der SD-Karte. Das sind halt alles diese SM-GPS-Konverter-Dateien. Jeder Flug bringt quasi eine Datei mit sich. Man kann einfach hier nach dem Datum gehen, wonach auch immer. Ich öffne jetzt einfach mal eine solche Datei mit Doppelklick und wir sehen hier dann öffnet sich auch gleich die SM-GPS-Konverter-Software und wir haben hier einen Flug abgebildet, quasi vom Start bis zur Landung. Wir gucken uns jetzt einmal ganz kurz hier den Motorsensor an. Das sind die Daten des Motorsensors. Immer wenn der hier so um die 1000, also auf 1000 ausschlägt, dann läuft der Motor. Ist in diesem Flug, der insgesamt 31 Minuten gedauert hat, sehen wir hier, zweimal der Fall gewesen. Also hier bin ich gestartet und dann hatte ich hier noch mal zwischendurch an dem Motor. Gucken wir noch mal in der Höhe. Hier kann man das schön sehen. Bin ich gestartet, wenig bis keine Thermik gefunden. Hatte hier den Motor noch mal an. Hier habe ich ihn ausgemacht und dann ging es tatsächlich einigermaßen gut mit der Thermik. Und jetzt wollen wir uns nur mal genau diesen Thermikflug ansehen. Dafür können wir hier mit den Schiebereglern links und rechts können wir uns einen Ausschnitt quasi aus dem Flug suchen. Ich lasse den jetzt hier mal ganz rechts und ziehe den hier so in etwa in den Bereich, wo ich den Motor angemacht habe, das zweite Mal. Und so haben wir dann quasi nur diesen Ausschnitt hier ausgewählt. Können wir hier sehen, der Flug ging also 20 Minuten ohne Motor, immerhin. Die Starthöhe 49,9 Meter, nicht verwirren lassen, das ist einfach halt über Meeresspiegel. Und dann können wir uns hier noch ansehen, dann später in Google Earth, was eingefärbt werden soll. Wir können verschiedene Werte, also alle Werte, die der GPS-Logger aufzeichnen kann, eigentlich können wir uns einfärben lassen. Das seht ihr gleich. Ich belasse das jetzt hier erstmal auf dem Standard und lasse das Vario eingefärbt. Ja, und wenn wir das Ganze zum ersten Mal machen und in Google Earth holen wollen, dann würde ich empfehlen, das ist jetzt kein Muss, aber es ist so meine Empfehlung, hier hinten einmal auf Info zu klicken. Dann ist standardmäßig hier der Haken gesetzt, es ist nicht gesetzt, Google Earth nach der Konvertierung direkt aufrufen. Den setze ich, den Haken. Und diese Größe der Punkte und Richtungspfeile belasse ich bei klein. Das dient ein bisschen der Übersicht nachher in Google Earth. Genau, dann gehen wir zurück zu Konvertieren und brauchen dann eigentlich nur noch hier auf KMZ-Datei für Google Earth erstellen klicken. Und das mache ich jetzt mal. Und dann wird eine entsprechende Google Earth-Datei erzeugt und automatisch im Anschluss Google Earth gestartet. Ja, wir landen dann hier automatisch in Google Earth an der Stelle, wo wir auch geflogen sind. Und sehen jetzt hier erstmal so ein Wust an Linien. Das ist natürlich unser mitgetrackter Flug. Und dann haben wir hier noch einige Werte. Also es ist jetzt eine reine Geschmackssache. Ich persönlich brauche diese Werte nicht. Das ist Startpunkt, Endpunkt, Höhe maximal und sowas. Das können wir uns später aber noch besser angucken. In dieser Einstellung hier finde ich es ehrlich gesagt eher verwirrend. Das können wir ausblenden, indem wir hier links uns die Datei nehmen. GE Tutorial 1 heißt sie ja, ist jetzt hier noch unter temporäre Ordner gespeichert bzw. abgelegt von Google Earth. Wir klappen das hier alles mal auf und können dann hier zum Beispiel die Maximalwerte wegnehmen. Sehen wir es jetzt hier raus. Und den Start und den Endpunkt können wir auch rausnehmen. Dafür müssen wir hier die Details einmal aufklappen. In denen ist jetzt jeder einzelne Punkt
der mitgecheckt wurde. Diese Linie besteht ja aus ganz vielen kleinen Punkten, werden wir uns gleich noch angucken. Ein Punkt ist hier der Startpunkt, den nehmen wir mal raus. Und ganz unten ist dann der Endpunkt, den nehmen wir auch raus. Wie gesagt, das muss jetzt keiner machen, das ist einfach, ich mache das, weil ich es dann übersichtlicher finde. Und noch eine Sache mache ich. Ich gehe einmal mit rechter Maustaste auf die Höhe, gehe auf Eigenschaften, dann öffnet sich dieses Fenster, gehe nochmal auf Höhe und nehme den Haken Pfad bis zum Boden verlängern raus, klicke auf OK und dann sehen wir schon diese ganzen blauen Linien, die bis zum Boden gehen, sind dann weg. Auch das ist eine reine Geschmackssache, ich mag das so lieber. So. Ja, was können wir jetzt hiermit tun? Erstmal sehen wir, wenn ich hier so ein bisschen hin und her fahre, es läuft ja nicht ganz flüssig. Das kann man nachher noch, es gibt noch einen Trick, den wir anwenden können, um das ein bisschen flüssiger zu machen, die Darstellung. Das liegt einfach daran, dass je länger der Flug ist, desto mehr Daten hat er ja gespeichert. Und diese mitgetrackten Linien hier bestehen halt, ich zoome hier mal ein bisschen ran, bestehen halt aus Hunderten und Tausenden einzelner Punkte. Und wir können jetzt in jeden einzelnen Punkt reinklicken und uns die aufgezeichneten Daten an der Stelle ansehen, die unser GPS-Logger mitgetrackt hat. Von der Höhe, Vario, Entfernung zum Piloten und, und. Also das heißt, diese Datei hier, was wir jetzt hier sehen, besteht aus wirklich sehr, sehr vielen Punkten und daher ist die Datengröße halt groß und das, je nachdem, was für einen Rechner ihr habt, kann das ein bisschen hakelig laufen. Ich zeige euch jetzt mal kurz einen Trick, falls euer Rechner sehr langsam ist und das überhaupt nicht geht und ihr das gar nicht irgendwie hier navigieren könnt, dann geht ihr einfach rechte Maustaste hier oben auf euren Dateinamen und sagt als Tracks kopieren. Dann geht ihr nochmal rechte Maustaste da drauf und sagt einfügen. Dann könnt ihr euch, da hat er jetzt hier so eine neue Datei angelegt, und dann könnt ihr hier die alte Datei quasi hier den Haken rausnehmen. Und jetzt zeigt er euch quasi, jetzt hat er alle diese Punkte zu einer Linie zusammengefasst. Und die kann ich jetzt wunderbar flüssig auch mit langsameren Rechnern quasi dann bedienen und mir alles angucken. Also das ist ja so ein kleiner Trick für Rechner oder für PCs, die halt einfach zu langsam sind. Meiner ist gerade so an der Grenze. Ich mache das jetzt erstmal wieder aus und zeige euch die andere Variante nochmal. So, wir befinden uns jetzt hier wieder in der normalen Ansicht, die wir schon kennen. Und hier möchte ich euch noch zwei Dinge zeigen. Zum einen, wenn ihr hier mit der rechten Maustaste auf eure Datei geht, könnt ihr euch hier unten das Höhenprofil anzeigen. Dann klappt sich hier so ganz allmählich unser Höhenprofil von dem Flug auf. Die Geschwindigkeit wird hier auch noch in Blau angezeigt. Wenn ich hier draufklicke, ist die weg. Kann ich auch wieder einblenden. Ich brauche die Geschwindigkeit jetzt meistens nicht so sehr. Aber man kann sich hier nochmal das Höhenprofil angucken. Sprich, der höchste Punkt, wenn ich hier mit dem Mauszeiger rüber scrolle oder rüber fahre, dann sieht man oben in dem Satellitenbild auch diesen kleinen Pfeil, den roten. Weiß also, an welcher Stelle ich wie hoch war. Ist manchmal auch ganz interessant. Vor allem hier in der Thermik ist es mal ganz interessant, dass ich hier zum Beispiel sieht man, hier fange ich eigentlich, wenn man jetzt mal oben auf den Pfeil guckt, hier fange ich an zu kreisen. Fliege ich schon lauter Kreise, gewinne aber überhaupt keine Höhe. Das war also ziemlich ineffektiv. Das geht mit dem Höhegewinn geht eigentlich erst hier los. Eigentlich solche Sachen kann man sich dann hier mal noch nachträglich anschauen. Das mache ich einmal wieder aus. Und die zweite Sache, die ich noch zeigen wollte, ist hier oben versteckt. Wenn ihr in diesem Feld hier den Schieberegler mal ganz nach links dreht, seht ihr, oh, jetzt verschwindet euer Track. Und wenn ihr dann auf diese kleine Uhr hier oben drückt, dann wird euch der Flug noch mal schön animiert.
Das könnte man jetzt sogar auch noch aufzeichnen lassen und als Videofile abspeichern lassen. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann mache ich da noch mal ein extra Video zu. Würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Auf jeden Fall, wie man sieht, ja, das ist halt noch mal so eine Spielerei, die ich aber ganz nett finde. Vor allem kann man dann hier oben auch draufdrücken und man kann jetzt quasi in jeden beliebigen Abschnitt hier noch mal reingucken. Dann wird es auch ein bisschen übersichtlicher. Wenn ich mir jetzt hier nur mal so die Thermik angucken möchte, zum Beispiel, kann ich also mit dem Regler halt dorthin fahren, wo jetzt die Thermik war, sagen wir mal bis hier, und mit dem anderen Regler hier ganz links kann ich dann quasi den Schwanz abschneiden am Ende. So, und jetzt habe ich hier nur die Thermik. Wen es interessiert, ich finde es immer ganz spannend, mir das später noch mal anzugucken, wie ich hier, Entschuldigung, wie effizient man so gekreist ist. Und wie gesagt, Effizienz hier unten war eher wenig effizient und dann ging es aber dann doch berghoch. Auch könnte man sich jetzt mal angucken, wie den Durchmesser der Thermik, den Durchmesser der eigenen Kreise, die man hier so hochgeflogen ist. Finde ich auch immer sehr spannend. Das sieht natürlich bei einem F3K-Modell oder bei einem F5J-Modell oder so ganz anders aus als mit einer großen ASW 27. Genau, also die beiden Sachen wollte ich euch noch zeigen und dann können wir uns jetzt nochmal überlegen, was wir eigentlich mit den Daten jetzt wirklich auch praktisch anfangen können. Also wo ist eigentlich der Vorteil, mal abgesehen davon, dass wir jetzt uns das schön hier in 3D animieren können. Das ist ja ganz nett, aber haben wir da auch wirklich einen praktischen Nutzen für? Das können wir jetzt uns nochmal anschauen. Vorher aber noch der Hinweis, wie ihr jetzt euren Flug hier abspeichern könnt und auch archivieren könnt ein Stück weit. Ihr könnt einfach hier auf den Flug gehen, rechte Maustaste unter meine Orte speichern. Und jetzt hat er diesen Flug hier aus dem temporäre Orte Ordner rausgenommen und hier oben in den Ordner meine Orte reingepackt. Jetzt gehen wir nochmal auf Datei, Speichern, meine Orte speichern. So, das war's. Jetzt können wir den Flug oder beziehungsweise wenn wir das nächste Mal Google Earth öffnen, werden wir den Flug dann auch hier wiederfinden. Ja, welchen praktischen Nutzen könnten wir jetzt dann aus den Daten ziehen? Also davon abgesehen, dass es natürlich ganz, ganz witzig ist, sich so einen Flug mal so in 3D hier nochmal anzugucken später. Gibt es auch ein, zwei wirklich nützliche Dinge, die man aus den Daten rausziehen kann. Zum einen könnten wir uns zum Beispiel mal angucken, wie eigentlich die Steigrate unseres Modells unter Motor ist. Das kann ja sowohl für Segelflieger als auch für Motorflieger ganz interessant sein. Dafür suchen wir uns einfach einen Punkt hier raus, wo wir wissen, der Motor lief. Das können wir ja auch sehen. Ich klicke mal hier auf oder mal hier auf so einen Punkt. Dann sehe ich als erstes mal hier unten Noise, das ist der Geräuschsensor, liegt bei 999, das heißt, der Motor war eingeschaltet und wir hatten eine Steigrate von 8,94, also fast 9 Meter pro Sekunde. So, das kann ganz interessant sein, um auch daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie viel Steigflüge kann ich eigentlich in welche Höhe mit meinem Akku machen, zum Beispiel. Dann könnten wir uns angucken, und das fand ich sehr interessant am Anfang, vor allem mit einem anderen Modell. Sieht man jetzt hier nicht ganz so schön, aber man sieht es auch hier an einer Stelle. Wir hatten ja gesagt, das Vario ist eingefärbt. Also wenn das Vario im Plusbereich ist, ist es hier gelb und es wird halt immer gelber bis hin zu rot, je größer die Steigrate ist. So, und jetzt sehen wir hier auf dieser kompletten Strecke immer steigen, kein Steigen, steigen, kein Steigen. Und in dem Fall von kein Steigen hier ist es natürlich eher ein Sinken, minus 0,48. Dann hatten wir hier leichte Steigen, dann hatten wir hier vermutlich wieder Sinken, minus 2 Meter sogar. Dann hatten wir hier wieder Steigen und das liegt mit Sicherheit nicht daran, dass hier Thermik war und hier und hier und hier Thermik war, sondern dass ich einfach nicht sauber geflogen bin. Das kann man vom Boden aus manchmal nicht so sehen, so genau. Also das schaut vom Boden aus deutlich besser aus. Aber in Wirklichkeit bin ich hier Schlangenlinien geflogen in der Z-Achse. Wie gesagt, das ist bei dem Modell jetzt hier noch nicht ganz so tragisch. Ich hatte aber auch schon ein Modell, wo das wirklich sehr ausgeprägt war und wo man ganz deutliche Rückschlüsse daraus ziehen kann, dass das einfach nicht vernünftig eingestellt war. Da stimmte der Schwerpunkt nicht. Und ich bin da mehr oder weniger, ja,
Schlangenlinien geflogen. Das können wir sehen und wir können auch sehen, ob wir eigentlich mal eine gerade Strecke fliegen. Das ist für die GPS-Triangle-Flieger und OLC-Flieger interessant, mal zu sehen, dass man nämlich von einem Wendepunkt zum anderen meistens keine gerade Strecke fliegt, sondern irgendwie hier so ein Halbkreis mit noch so ein bisschen Kurven drin. Das hält sich jetzt hier noch in Grenzen, aber trotzdem ist es nicht gerade effektiv, wenn ich jetzt von diesem Punkt zu dem will, dass ich dann hier so einen Bogen fliege. Also auch da kann man Rückschlüsse ziehen, wie sauber man eigentlich geflogen ist. Wir können auch gucken, wie sauber wir hier gekreist sind, wie der Kreisradius ist, hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Wir können uns zu solchen Zwecken dann auch mal hier oben nochmal so ein Lineal anzeigen. Können uns zum Beispiel mal anschauen, was für ein Durchmesser hat eigentlich so eine Thermik. Sollte er das eigentlich machen? Genau. Es sind in dem Fall immerhin 158 Meter. Überhaupt können wir mit diesem Lineal hier einiges anfangen, auch wenn wir Dreiecke fliegen wollen. Wir können hier oben auch Dreiecke einzeichnen, nämlich auch mit dem Lineal. Und dann gehen wir hier auf Polygon und können dann zum Beispiel einfach mal von hier nach da und nach da ein Dreieck einzeichnen. Das hat jetzt hier mit dem Flug gerade nichts zu tun, aber zumindest könnte ich mal gucken, ob ich zum Beispiel in diese Strecke hier irgendwie ein Dreieck reinbekäme. Also ist jetzt hier ein schlechtes Beispiel gerade, aber ihr wisst, was ich meine. Also man kann mit diesem Tool hier schon ganz viel anfangen. Auch ein Kreis, wir können uns hier einen Start-Ziel-Kreis einzeichnen. Für alle OLC-Flieger ist das wichtig. Und so weiter. Also da kann man beliebig mit rumspielen. Ich lösche das jetzt erstmal wieder. Also da gibt es ja einiges hier auszuwerten, wenn man das möchte. Und auch in welchem Umkreis wir so mit unserem Modell eigentlich unterwegs sind, ist auch ganz interessant. Also ich merke das, wenn ich mal einen Flug mit meinem F3K Handlandschleider mit tracke, dann bin ich eigentlich hier irgendwo unterwegs. Mit der 4 Meter ASW hat man natürlich einen deutlich größeren Umkreis, den man hier fliegt. Auch das kann ganz interessant sein und auch Rückschlüsse geben, wenn man halt Dreiecke fliegt zum Beispiel. Ich bin am Anfang einfach immer viel zu große Dreiecke geflogen, tat überhaupt nicht Not. Das habe ich zuallererst hier mal gesehen. Also so können wir das halt nutzen. Da muss aber auch natürlich jeder selber wissen, für was er das gebrauchen kann, die Daten oder nicht. Es kann auch einfach ein schönes Spielzeug sein, dass man sich das hier mal so anschauen kann und auch, dass man das sich hier nochmal, wie vorhin gezeigt, sich animieren kann. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen und euch einen kleinen Einblick gegeben, was mit Google Earth so möglich ist. Wie gesagt, wenn da noch weiteres Interesse besteht, wie man hier zum Beispiel einen Film draus macht, oder wie man ein OLC-Dreieck wirklich hier auswerten kann, um zu sehen, ob es gültig wäre oder nicht, auch ohne es auf den OLC-Server zu laden und so weiter. Dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal.